Amphibia, nur im Disney Channel. Unsere Vorfahren waren öde. Waren die wirklich alle nur Bauernfrösche? Wo sind die Künstler, die Poeten und die Träumer? Nur Bauernfrösche? Der Familienstammbusch ist dazu da, um euch Wertschätzung für eure Vergangenheit zu vermitteln. Es gibt viele Geheimnisse um die Planters. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Viele, hä? Huh? Okay, und was steckt hinter ihr? Pollyanna? Oh, haltet euch gut fest. Sie war nicht nur eine einfache Bäuerin. Oh. Sie war eine Steckrübenbäuerin. Oh. Tja, ich würde euch gern helfen, aber meine Vorfahren werden wir wohl kaum in eurem Sumpf finden. Deswegen... Man muss nicht blutsverwandt sein, um eine Planter zu sein. Nein, aber man muss Meisterstaplerin sein, um Level 46 zu erreichen, wenn ich doch nur... Oh, ich hasse dich, K.O.-Runde. Warum bist du so schwer? Anne, ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber ich bin mir sicher, durch dieses Spiel verfault noch dein Gehirn. Oh, oh, der Klebstoff ist alle. Müssen wir jetzt aufhören? Und können dafür was Lustiges machen? Nicht, solange der Busch nicht fertig ist. Ich gehe mal eben schnell zum Laden und hole neuen Klebstoff. Bin gleich zurück. Und lauf nicht davon. Ah, sei froh, dass du nicht dazugehörst, Anne. Unsere Familiengeschichte ist armselig. Die haben nichts Besonderes gemacht. Nichts Einzigartiges oder Lustiges. Seht euch das an. Sogar dieses Bild drückt auf die Stimmung. Was zum... Brick, was hast du wieder angestellt? Wahnsinn. Oh, wow, sieht echt gefährlich aus. Wir müssen unbedingt darunter. Vielleicht liegt da ein Schatz. Oder ein paar Leichen. Los, gehen wir. Wurden wir gerade eingeschlossen? Nein, Hilfe! Stellt euch nicht so an, ihr Babys. Los, suchen wir einen anderen Weg hier raus. Oh. Oh. Das alles war unter eurem Haus? Ganz schön staubig hier unten. Mann, ist das cool hier. Wow. Was ist das denn? Wow. Oh. Wow. Hey, was glaubt ihr, warum der Eingang versteckt war? Na, damit das hier geheim bleibt. Wer würde das Zeug denn nicht klauen wollen? Ich will dieses Zeug nicht klauen. Hier steht, dieser Keller gehörte Großonkel Skip Planter. Er war ein Bauer. Und ein brillanter Wissenschaftler. Er hat mit allem Möglichen experimentiert. Das ist Wahnsinn! Ich will noch mehr wissen. Was passiert, wenn ich daran ziehe? Oh, Mama! Das ist bestimmt harmlos.